Nein, Märkte haben nicht immer recht, aber sie irren sich ganz, ganz selten in einer Frage. Sie können Schwäche riechen. Sie haben einen Instinkt dafür, wenn jemand irgendwie nicht mehr auf der Höhe ist. Und genau das passiert derzeit der EZB. Die hat gedacht, wir können immer und überall Geld drucken, können damit alles zugleistern, was nicht zusammenpasst in der Eurozone. Und jetzt ist die Situation so, dass die Inflation eben faktisch eine Art Kastration für die EZB bedeutet. Denn ihr mächtigstes Schwert, das Gelddrucken, das ist ihr abhanden gekommen. Das kann sie nicht, weil die Inflation so hoch ist. Und jetzt reagieren die Märkte auf diese Schwäche der EZB, weil sie wissen, die hat das Problem ignoriert, obwohl eigentlich das Problem offenkundig war. Und jetzt zeigen wir mal ein bisschen unsere Muskeln gegenüber dieser Schwäche der EZB. Also die Geier, die kreisen gewissermaßen über das sterbende Tier, so könnte man vielleicht formulieren. Und jetzt sehen wir auch in den Medien immer mehr Kritik an Lagarde, nicht nur aus Deutschland und vor allem auch aus Kreisen, die vorher der EZB sehr zugewandt waren, mit Ausnahme natürlich Marcello Fraccia, der bleibt bei seiner bisherigen Haltung. Märkte richten Schwäche, Achtung die Renditen. Das ist jetzt das zentrale Thema an den Märkten. Die Aktienmärkte sind so ein bisschen in Wartestellung vor den Inflationsdaten aus den USA am Donnerstag. Aber wir sehen eben massive Bewegungen, vor allem an der Europeripherie. Es geht nach oben mit den Renditen, die Spreads, die Renditedifferenzen zwischen den deutschen Anleihen und Südländeranleihen schießen geradezu durch die Decke, und Lagarde gestern mal wieder mit einem Beruhigungsversuch, der einmal mehr nur kurzfristig Wirkung zeigt, weil schlichtweg das Gesagte keine Glaubwürdigkeit mehr hat. Wer uns monatelang erzählt, Inflation wird zurückgehen und dann geht die Inflation nicht zurück, sondern steigt weiter, der ist natürlich dann schlecht dran, wenn er weiterhin behauptet, dass die Inflation zurückgeht, und die Inflation geht schlichtweg nicht zurück. Dann hat man ein massives Glaubwürdigkeitsproblem, und genau in der Situation ist vor allem Madame Lagarde. Und jetzt, wie gesagt, Kritik von allen Seiten. Selbst ein Herr Bofinger, der ja durchaus auch ein Apologet der Europäischen Notenbank ist, wirft Lagarde vor, nicht eindeutig zu kommunizieren. Nun, wie soll jemand eindeutig kommunizieren, der teilweise fachlich nicht auf der Höhe ist? Das ist schon mal das erste Problem. Dann sitzt die EZB natürlich in einer Art Elfenbeinturm, ist zu weit weg, verlässt sich auf bestimmte Modelle, die vielleicht in der Vergangenheit funktioniert haben, aber man realisiert nicht, dass wir einen Regimewechsel haben hin zu einem inflationären Jahrzehnt, kann man sagen, durch die Strukturen und oder Strukturwechsel durch diese 3Ds, Deglobalisierung, Demografie und Dekarbonisierung, also die grüne Wende. All das sind Megafaktoren, die nicht schnell abebben werden, die nicht schnell vorbeigehen werden, und die Europäische Notenbank ist da so intellektuell noch ein bisschen hinterher, weil sie es eben auch nicht wahrhaben möchte, weil es so bequem war zu sagen, wir schütten alles mit Geld zu, wenn Probleme sind, wir lösen sie, denn wir glauben doch an diese großartige europäische Idee, und dann muss das auch umgesetzt werden, ob es passt oder eben passend gemacht wird. Und jetzt ist man in dieser schwierigen Situation und wirkt geradezu ratlos, Artisten in der Zirkuskuppel ratlos. So hat einst der Alexander Kluge formuliert. Hier sehen wir zum Beispiel mal das Redomination Risk, also praktisch die Austrittswahrscheinlichkeit von Staaten der Eurozone. Italien, booms, die Wahrscheinlichkeit schießt nach oben, auch bei Spanien und bei Portugal. Das direkt eine Reaktion auf die steigenden Renditen. Fliegt der Laden auseinander, so hatte ich gestern im Marktgeflüster getitelt. Noch ist das eigentlich eine Art Bewegung hin zu einer Normalisierung, denn dass die Renditen so gering sind, negativ sind teilweise, dass die Renditeabstände etwa zwischen einer deutschen und einer griechischen Anleihe so gering sind, dass griechische 10-jährige Anleiherenditen teilweise niedriger waren als amerikanische Anleiherenditen derselben Laufzeit. Was hat das für einen Sinn? Das macht keinen Sinn. Jetzt kommen wir also wieder in Richtung von Märkten, in denen bestimmte Dinge bepreist werden können. Das ist eigentlich eine sehr gute Nachricht, wenn man will, denn es ist ja gerade das Problem, wenn du die Märkte tötest, indem du praktisch permanent Valium in sie reinschüttest, dann haben sie keine Preissignalfunktion mehr, dann wirst du aus diesen Märkten nichts mehr ableiten können, weil sie sowieso praktisch narkotisiert sind. Und jetzt kommen wir wieder in Situationen, wo Märkte Signale geben, und das ist gut und richtig so. Dementsprechend muss man diese Entwicklung, auch wenn sie nicht ungefährlich ist, begrüßen eigentlich. Wir sehen hier etwa die 2-Year-Swaps in der Eurozone. Hier sehen wir, Swaps sind Agreements praktisch zwischen zwei Parteien.
über Zinszahlungen, komplizierte Materie, meine Damen und Herren, egal, aber Sie sehen, dass das Ding hier doch ziemlich scharf nach oben schießt. Man sieht also, da passiert etwas, da ist etwas Ungewöhnliches am Start, und ungewöhnlich ist auch, dass wir jetzt bei der 10-jährigen US-Staatsanleiherendite nur ganz knapp noch unter der 2%-Marke stehen. 2%, das war der Hochpunkt vor Corona. Herbst oder Dezember, wann war das? 2019, da waren wir bei 2%. Wir sind überall in gleitenden Durchschnitten, heute Morgen jetzt 1,950%. Also das könnte so aussehen, dass die Renditen hier weiter nach oben gehen. Kein Wunder, denn die Inflation liegt bei 7%. Wenn ich dann für eine 10-jährige US-Anleihe 1,95% bekomme, dann ist das immer noch nicht wirklich berühmt. Aber wir sehen, dass die Realrenditen jetzt deutlich weniger negativ werden. Die 30-jährige jetzt sogar positiv, die 20-jährige könnte bald ins Positive drehen. 5- bis 10-jährige still some way, but half retraced, half way from the bottom. Also auch hier ist das weniger negativ. Und das Argument der Dauerbullen und Stocks only go up Fraktion war ja, guckst du die Realrenditen so negativ, there is no alternative. Es gibt keine Alternative, und dann buy the dip und fear of missing out und all diese Geschichten. Und das wird jetzt ein bisschen fragwürdiger. Nicht, dass dieses Mantra komplett seine Gültigkeit verloren hätte, weil eben die Realrenditen nach wie vor negativ sind. Von Leitzinsen gar nicht zu reden, die ja bei Null sind angesichts einer Inflation, die doch deutlich erhöht ist. Aber es ist eben jetzt eine Frage von Bewertung, von Auswahl von Aktien und nicht mehr stumpf Kauf alles, weil es ist eh wurscht. Hier sehen wir etwa mal Goldman Sachs mit einem Indikator: Monetary Policy is signaling the most hawkish pricing across assets on record. Also die Aktienmärkte haben diese hawkische Wende inzwischen, oder die Märkte insgesamt, vor allem jetzt die Anleihenmärkte, diese hawkischen Wenden, diesen monetären Klimawandel der Notenbanken durchaus eingepreist oder sind dabei, den einzupreisen. Hier unten sehen wir mal seit Beginn des Jahres, blau ist Value, rot ist Growth. Also wir sehen ein ganz klares Auseinanderdriften zwischen Value und Growth zugunsten von Value, nachdem Growth jahrelang ja in dieser Zeit des ultrabilligen Geldes dominiert hat. Jetzt kehrt sich das um. Wir können also praktisch die Dinge auf den Kopf stellen. Die Amis sind super gelaufen. Die dürften dann schlechter laufen als andere, etwa der DAX, so zumindest meine These, oder als die Chinesen, so auch meine These, weil schlichtweg eben die amerikanischen Aktienmärkte am höchsten bewertet sind. Und wenn Bewertungen plötzlich wieder eine Rolle spielen, ist da natürlich auch die größte Gefahr. Und die Notenbanken müssen reagieren. Hier sehen wir mal die Prozent der Länder, wo die Inflation über 5% ist. PPI sind die Erzeugerpreise. Da ist praktisch fast jedes Land betroffen von Erzeugerpreisen über 5%. Das heißt, die Unternehmen haben massive Kosten. Die würden sie gerne weitergeben, wenn es irgend geht, an die Konsumenten. Und wir sind gerade erst am Beginn dieses Prozesses, wo die Unternehmen eben diese Preise weitergeben. CPI immerhin auch weit über 50% aller Länder haben eine Inflation von über 5%, und da kannst du mit einer Nullzinspolitik natürlich nicht so wahnsinnig viel ausrichten. Und wir sehen, dass jetzt Marktsegmente wie Junk Bonds, also hochriskante Unternehmensanleihen, da war es jahrelang so in der Zeit der ultralaxen Geldpolitik, dass die Renditeabstände sehr gering waren. Jetzt sehen wir, dass die Rendite, die Risikoprämien für diese Junkbonds deutlich nach oben schießen, auch für Investment-Grade-Bonds, by the way, also auch für besser geratete Bonds, wenn man so will, während der VIX, die Volatilität der Aktienmärkte, zuletzt wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Aber wir sehen, im August 2022 werden wir den Hochpunkt der Zentralbank-Holdings haben. Also da wird die Bilanzsumme der Notenbanken ihren Hochpunkt erreichen. Die EZB pumpt ja noch in die Märkte, die Fed auch noch bis Ende März, und bis das dann komplett aufhören wird, wahrscheinlich wird die EZB die letzte Notenbank sein, die dann sagt, okay, wir könnten jetzt mal die Anleihekäufe beenden. Also hier sehen wir dann eine Projektion, wie sich die Notenbankbilanzen entwickeln werden. Und wir haben ja immer wieder gesehen, dass Aktienmärkte und die Bilanzen der Notenbanken relativ parallel laufen. Ja, jetzt sagt zum Beispiel Bank of America, 7 Zinsanhebungen wird es geben in 2022. Und hier sieht man mal oben die Sektoren, die davon besonders betroffen sind. Consumer Discretionary. Also wo geht das am stärksten in die Marge? Für wen ist das ein Problem? Für welche Sektoren? Wir sehen, Industrials haben ein Problem. Wir sehen, dass Tech ein Problem hat. Der S&P 500 so als Index, Gesamtindex um und bei in der Mitte und am wenigsten Problem haben. Energy und
Hier sehen wir, dass also praktisch dieser Sektor, der ohnehin jetzt am besten gelaufen ist, seit Jahresbeginn am wenigsten Probleme hat, wenn die Notenbanken die Zinsen anheben. Und hier sehen wir nochmal, dass natürlich jetzt diese Zinsanhebungen, so sie denn kommen, in einen der überbewertetsten Märkte in der Geschichte sind. Nur einmal Juni 1999 waren wir mit einer höheren Bewertung am Start. Aber es gibt Gott sei Dank immer noch die Bullen, wie ein Marco Kolanovic von JP Morgan, der sagt zum Beispiel, ja, wir sehen, dass die Volatilität sich ein bisschen wieder beruhigt. Stimmt, wir sehen strong equity inflows, wir sehen, dass also Geld an die Aktienmärkte wieder fließt. Stimmt auch, allerdings vorwiegend in nicht-amerikanische Aktien. Wir sehen, dass die Buybacks wieder starten. Auch das stimmt. Und deswegen sagt Kolanovic, sagen wir also total optimistisch, zumal das Investor-Sentiment sehr pessimistisch ist. Und wir haben einen sehr starken Arbeitsmarkt, wir haben sehr stark ungehebelte Konsumenten. Stimmt, die Konsumenten sind derzeit weniger schwach, aber die Trader, die Retail-Investoren, die sind extrem stark gehebelt im Gegensatz zu den Konsumenten. Und wir haben starke Corporate Cashflows. All das ist noch richtig, möchte ich mal sagen. Aber die Frage ist, wie lange wird das sich noch auswirken? Gestern ein etwas seltsamer Tag, Volumen relativ gering. Wie gesagt, es lehnt sich keiner aus dem Fenster so richtig. Vor den Mittwochdaten, vor den Daten am Donnerstag zur Inflation, tendenziell so ein bisschen Schwäche. Dow unverändert, Nasdaq war der schwächste Index wieder. Auch der VIX war negativ, aber wir sehen, Energy und Financials waren die besten Sektoren. Und Materials, Technologies und Communication Services. Also ein typisches Muster. Energie, Finanzwerte steigen, respektive diese Sektoren, während Technologie ein Problem hat. Und in den letzten 5 Handelstagen kam es, so wie gestern auch, 4-mal zu einem Abverkauf. Hier sehen wir, gestern sah das ja dann zunächst wieder gut aus, aber dann, bums, kurz vor Handelsschluss ging es nochmal nach unten. Relativ deutlich nach unten, wie gesagt, die letzten 5 Handelstage ging es 4-mal in der letzten Handelsstunde nach unten. Da passieren dann nochmal große Bewegungen. Schauen wir uns mal hier den SPY an, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Dann sehen wir, naja, irgendwie im Niemandsland oben die 50-Tages-Linie noch nicht erreicht. Der 200-Tages-Durchschnitt ist allerdings überwunden. Wir sind also jetzt so zwischen den Seilen irgendwo. Dementsprechend kein Handlungsbedarf. Oben sehen wir den RSI, auch neutral. Also irgendwie ist da sozusagen jetzt momentan kein Start zu machen an den Aktienmärkten. Ich glaube, das dürfte bis Donnerstag auch so bleiben, dass da wirklich nicht sich klar herauskristallisiert, schon im Vorfeld, wohin die Reise geht. So oder so, Goldman Sachs bringt es hier auf den Punkt. Das globale Wachstum muss sich abschwächen, um die Inflation einzudämmen. Und das beinhaltet größere Drawdowns in Aktienmärkten, also größere Rücksetzer, die hier möglich sind. Und wir sehen hier oben ja in dieser Grafik die Marktkapitalisierung des amerikanischen Aktienmarkts, die sich deutlich entkoppelt hat, nicht nur vom BIP, sondern vor allem auch von der Fed-Bilanz selber. Und das ist sozusagen das Hauptproblem, das ich hier sehe, dass dieser Chart eben, was die Bewertung betrifft, zu weit nach oben gelaufen ist und sich jetzt praktisch wieder annähern muss, dass der Hund muss praktisch wieder zum Herrchen zurück, muss den Stock wieder zum Herrchen zurücktragen, nachdem er zu weit vorausgelaufen ist. Das ist das Risiko für die Märkte. Insgesamt sehen wir, dass die Inflationserwartungen, weil eben die Notenbanken so hawkisch geworden sind, nicht durch die Decke schießen, sondern sich sogar ein bisschen wieder gemäßigt haben. Das heißt, da haben die Notenbanken noch Glück, dass die Inflationserwartungen nicht durch die Decke schießen, denn Inflationserwartung bedeutet letztendlich eine self-fulfilling prophecy. Also das ist noch nicht aus dem Ruder gelaufen. Ansonsten, die Renditen sind dabei jetzt, die schwächelnde EZB richtig zu kitzeln, die Dinge hier sozusagen auf die Spitze zu treiben. Wenn wir noch abschließend zu anderen Bereichen kommen, sehen wir Krypto gestern sehr, sehr stark. Nachdem KPMG Kanada gesagt hat, wir werden Bitcoin und Ether auf unsere Bilanz nehmen. Und Bitcoin deutlich entkoppelt inzwischen vom Nasdaq. Da gab es lange eine sehr, sehr große Korrelation. Aktuell nicht mehr. Wir sehen, dass Sri Lanka möglicherweise vor einem Bankrott steht. Jedenfalls wird man bestimmte Sovereign Bonds nicht mehr bedienen können. Also Staatsanleihen, Zinszahlungen nicht mehr leisten können. Alleine 7 Milliarden Dollar werden in diesem Jahr für Zinsen fällig an Schuldrückzahlungen oder für Schuldrückzahlungen. Man hat aber nur 3 Milliarden an Fremdreserven. Also das ist hier ein Punkt, den Sie in Medien wahrscheinlich kaum finden werden. Aber ich glaube, das ist so eins der ersten Opfer vielleicht dieser ganzen Geschichte.
nämlich steigende Zinsen. Und wir sehen am Lebensmittelmarkt, dass die Dinge hier geradezu eskalieren. Grocery Prices haben, also praktisch die Großhandelspreise im Nahrungsmittelbereich, sind 11% gestiegen über die letzten beiden Jahre. Wir haben teilweise Verfünffachungen von Fertilizer Prices, also Düngermittelpreise. Und Düngermittel sind extrem zentral, denn weniger Dünger heißt weniger Ertrag und weniger Produktion. Und wo weniger Ertrag und weniger Produktion von Nahrungsmitteln ist, da steigen eben die Preise für Nahrungsmittel, weil das Angebot geringer wird, die Nachfrage aber eben nicht. Und dementsprechend sagt hier zum Beispiel Goldman Sachs, unsere statistischen Modelle implizieren, dass die Verbraucherpreise für Food at Home nochmal in diesem Jahr um 5-6% steigen werden. Auch das ist die Basis, by the way, für politische Unruhen, wenn die Lebensmittelpreise massiv steigen und die Energiepreise auch. Hier einen Hinweis eines Zusehers meiner Videos, der Geschäftsführer einer Handwerkskammer ist, der sagt, kommt gerade aus einer Konferenz, Videokonferenz mit dem Wirtschaftsminister. Die Wirtschaftsminister werden heute tagen, der verschiedenen Bundesländer, zu Energiefragen. Zu Weihnachten war vieles an steigenden Energiekosten noch abgemildert. Jetzt schlägt es voll zu und man sucht jetzt nach Auswegen, fast schon verzweifelt. Die Banken werden unruhig, also langsam dämmert es auch der Politik. Es wird ein bisschen schwierig, aber Hauptsache wir bauen ein paar Windräder jetzt mal schnell. Und jetzt gestern interessant, Biden und Scholz, da hat Biden bei dem Staatsbesuch gestern gesagt, also wenn Russland diese Invasion macht, dann ist Nord Stream 2 tot. Wir werden ein Ende dafür bringen. Translation, so ein Twitter-Kommentar, Europa wird vierstellige Gaspreise haben. Ja, das könnte durchaus sein. Und es ergeben sich am Gasmarkt sehr interessante Entwicklungen. Die Gasspeicher etwa in Deutschland fallen weiter. Keine gute Nachricht. Der Gaspreis fällt kurzfristig trotzdem, weil die Amerikaner uns Flüssiggas liefern. Das Problem ist, es wird nicht ausreichen, um uns wirklich zu versorgen, selbst wenn die Amis alles pumpen, was sie haben. Während Gazprom jetzt einen Vertrag mit China macht. Also wir sehen in diesem Energiefeld paradigmatisch diese ganzen Verflechtungen, die derzeit der Fall sind. Eine interessante Zeit. Ich werde diesen Artikel nämlich mit den Gasspeichern unter dem Video verlinken und wünsche jetzt erstmal das Allerbeste. Servus und ciao.